Hä? Ach, du musst da hoch, ne? Da, ja. Jo. Wie soll ich das denn veranstalten? Hui! Ganz einfach, indem du erst da unten einen machst und da einen. Und dann von da oben, da unten. Da unten, wo unten? Da, wo du auf dem Boden eben unten, ne? Hier unten. Ja. Ja, und da oben hab ich doch. Und da oben, da. Wieso da oben? Ja, weil dann fällst du da raus und dann musst du da oben hinschießen schnell und dann hast du genug Schwung. Glaube ich. Ah! Hier könnte man aber eigentlich auch hoch, aber das Gitter ist zu. Ah, ne, das geht nicht. Guck mal, Alter, wie weit ich flieg, wenn ich hier reinspringe. Achte. Ja, du darfst nicht da reinspringen. Du musst ganz wenig machen. Boah, guck wie, mal. Wie hoch springst du eigentlich? Ja, warte. Junge! Ja, warte. Ja! Übertreibt er das wieder? Hüpft er da 8 Meter hoch? Jetzt trifft er nicht. Das gibt's nicht! Nicht geschafft! Was? Nicht geschafft, WTF. Da muss das anders gehen. Ey, so viel Speed, wie du hattest, ne? Richtig unnormal. Puh, hüpft er wieder. Hä? Was? Kann man da auch eins machen? Da ist irgendwie so ein oranger Kreis, ne? So, ach, Kreis, ja. Genau. Schöne Kreise hier. Was soll das denn? Nochmal versuchen. Hey, irgendwie muss man doch da hinkommen. Und jetzt wieder dahin. Wie so ein Gummibär. Gummibär! Hast du deinen grünen Saft getrunken? Ah ne, den trinke ich ja immer. Warte mal, was muss da nochmal hin? Der helle, ne? Alter. Guck mal, wie hoch ich fliege. Ja, dass das nicht geht, das verstehe ich nicht. Guck mal, ich glaube, kann man das nicht noch höher ansetzen, das Ding? Ne, da bleibt immer auf derselben Stelle. Kann man nur links und rechts ein bisschen variieren, nochmal mehr nicht. Ah, wie soll man denn dann da hochkommen? Och, Sepp. Was wir denn? Sind richtige Pflaumen, Wir sind so schlecht. Oh mein Gott. Ey, nein. Wie hast du das denn jetzt gemacht? Ja, ich hab da unten den Strahl gesehen, hab gedacht. Ach, von hier aus. Ja. Na gut, dann muss ich das jetzt machen, was ich gerade schon gemacht. Wir haben das so drauf. Wir haben das so heftig drauf mal wieder. Wir überlegen uns, wie man da durchfliegen kann. Dabei ist die Lösung so schwer einfach. Und hoi! Er fliegt da direkt rein. Geil, gut, yo. Schalter. Ja, deswegen einem Schalter. Ja, jetzt kommen wir durch. Geht die Gülle da vorne runter. Wo soll ich jetzt hin? Achso, ich will ein bisschen zurück, ne? Ja. Ich glaube, ich kack gleich ab. Da hinten ist er. Oh, warte, ich komm zurück. Hui! Warte, ich komm auch und... Stimmt was nicht. Warum nicht? Sich ja, mach auf. Ja. Wo ist das Problem, Olle? Da stimmt was nicht. Gehört die Kamera zum Schloss? Ja. Ja, mach die doch mal kaputt hier. Geh mal weg da. Ich geb dir Headshot-Nuss. Wie? Versucht es. Mich verarscht jetzt. Ey, Sepp, was ist mit der Frau? Blue, was hast du gemacht? Orange, mach dasselbe wie Blue. Tanz! Wo ist das? Oben links. Geschafft. Willst du mich verarschen? Ja, genau. Ich wollte eigentlich nur mal was vortanzen, so Spaß. Und dann funktioniert das auch noch. Hey, guck mal, wir haben den Tresor geöffnet. Das gibt Goldbarren, Sepp. Ne, Bananen. Sagst du, wir spielen Donkey Kong? Jo. Alter, wie übertrieben ist das denn jetzt? Oh, trinken, das ist gut. Hätten wir schon mit Kohlensäure, weißt du, damit man noch rülpsen muss in der Aufnahme. Ja. Das ist ganz wichtig. Wall-E. Ba-E. Da
Alter, guck mal, ich geh vor, du bist voller Angsthase, Mann. Ich hab ja auch Bananenbeine. Das ist ja Banana, Mann. Wir werden gleich eh wieder getötet. Headshot. Ihr habt's geschafft. Oh, es ist halt schon leise. Menschen. Das Testen hat sich gelohnt. All diese Testsubjekte. Ja, genau. So viele Tests. Boah. Die Wissenschaft dankt euch. Nap, nap. Nom, nom. Der hält's nie voll ab. Ich glaube, jetzt sind wir echt durch. Jo. Egal, da hätten wir ein Challenge-Koop-Dings machen. Verloren. Zur Wissenschaft. Verkackt. Und da laufen sie wieder. Da sind sie wieder am Wandern. Da sind sie wieder am... Unsere Wanderfreunde. Auf geht's in den Wald. In den Wald. Bisschen spazieren gehen, so frische Luft einatmen. Laboratory. Ich geh wandern, du gehst. Oh. Ich hab ein Büro. Jo. Ah, ich hab ein Abspann. Sehen wir die Akten ein. Wenn die jetzt alle machen, die da in der Halle eben waren, ne? Ja, kann ich ja schon mal irgendwie kacken gehen. Ich geh schon mal AFK, ne? WTF? Ja, würde ich sagen, haben wir durchgespielt. Ja, zumindest schon mal in den normalen Koop. Ja, ja, aber das heißt noch lange nicht, dass wir fertig sind, Leute. Könnt ihr vergessen. Ach, genau, was wir gar nicht erwähnt hatten, ist Folgendes. Und zwar wollen wir auch den Singleplayer machen. Und ihr könnt dann einfach mal irgendwie Themen vorschlagen, über die wir quatschen sollen. Und dann zocken wir beide halt Singleplayer, aber wir sind zusammen in Skype, sodass wir uns dann gegenseitig vielleicht nochmal ein bisschen helfen können, falls einer von uns nicht weiterkommt. So, da können wir nebenbei eigentlich über irgendwelche Sachen quatschen. Genau. Hab ich mir so gedacht. Jo. Würde ich sagen, Leute, könnt ihr mal Themen schreiben, ne? Und dann quatschen wir euch ein an die Birne. Plappermaul. Wie gut hat der denn jetzt gebaut? Halt das Maul! Papa Maul. Wenn sie genau in der Sprechpause haut das Ding rein. Ach guck mal. Unsicher. Er läuft mit dem Block da weg. Der blöde Pisser. What the fuck? Und auch noch Eric Cartman? Ey, was kommt denn da raus? Es ist Zeit für euch. Wir müssen. Was ist das eigentlich für 8-Bit-Musik da irgendwie so? Open Hexagon. Ja, Open Hexagon hat bei Portal 2 geklaut, eindeutig. Guck mal! Da kommt schon von oben. Aber wie bist du da oben? Ja, meine Bananenbeine. Da kommt bestimmt gleich auch irgendwo ein Wings, weißt du? Ich hab mal Leertaste gedrückt, aber da passiert irgendwie nichts. Ja, kann man nicht abbrechen, ne? Was mit Escape? Alte 4. Ängstlich. Also selbst wenn ich im Menü bin, läuft der weiter, WTF. Jo. Aggressiv. Aggressiv. Ja. Werde ich. Du machst mich auch richtig aggressiv. Ja, wenn der Scheiß nicht bald vorbei ist, da raste ich mal richtig aus. Weil man auch wieder so 8 Millionen Leute da braucht, um so ein Spiel zu programmieren. Ja, vor allem, weil man auch jeden Piss, irgendwie jeden Scheiß-Typen, der Kaffee gebracht hat, da aufführen muss, weißt du? Steht dann da, 17LP hat Kaffee gebracht, TT-Gamer hat geputzt und so eine Scheiße. Kein Selbstvertrauen. Nee, haben wir nicht. Unterschätzt Arbeitsumfang. Nee. Sie alle. Na, die Hälfte haben wir schon mal ungefähr. Weißt du, was gut wäre, wenn die einfach Batman mal da reingemacht hätten? Mit den Typen, da läuft einfach durch, ist der Batman. Boah, ich muss voll auf Klo. Kein Mitgefühl. Ja, kein Mitgefühl. Kenn ich nix, Sepp. Hat hier gerade Stuhlgang gesagt? Mitarbeiter aus dem Kühlschrank. Was? Ja, mit Käse programmiert. Perfektionist, wo liegt das Problem? Also, ich finde doch immer scheiße, dass die nicht alphabetisch geordnet sind. Dann könnte man ja wenigstens mal so ungefähr einschätzen, wann man fertig ist, ne? Aber. Sind die doch! Wie? Never. Puh, ja, eher. Kommt da Salz, Mann, da ist jetzt Wickhoff, da ist wieder was mit D, mit L. Oder die Vornamen meinst du? Ja. Ach, die Vornamen, okay.
Ja, okay, doch, das ist ja nice. Da sind wir schon bei S. Ja. Guck mal, dreimal hintereinander Scott, wollte mich verarschen. Scott Dalton, Scott Lewin, Scott Lynch. Scheut Verantwortung. Ja, sauber, da sind wir ja bald durch. Ja, ist schon mal gut. Aber das war nur der Abspann für die, der von den Leuten, die den Vorspann gemacht haben. Erst dann fängt es erstmal richtig an. Erstmal die gekommen, die das Spiel gemacht haben. Na, immerhin wird da kein Platz verschwendet für diese Dinger, wenn dann immer steht Graphic Design und dann stehen 8 Vornamen, weißt du, und dann kommen die alle auch noch doppelt. Jo. Jetzt schauen wir uns andere an, hat die gesagt. Ach so, doch, dann ist das Voices kommt jetzt. Zum Glück gab es da nicht so viele. Ja, vor allem, was für Voices denn, nur außer der Frau, diese... Ja, vom Singleplayer und so. Ja, okay, das haben wir noch nicht. Atlas Voice, ja. Guck mal. Ach. Handtasche. Herzblock. Könnte auch irgendwie Sonic-Musik sein oder sowas. Eigentlich ganz gut. Oh. Und wer kommt denn jetzt? Ach, jetzt kommen die den Kaffee geholt haben. Alienware, oh mein Gott, Alter, wer braucht für so ein Spiel bitte ein Alienware-PC? NASA? Ja, natürlich. Photo Credit of... Wer kommt jetzt? Kam da irgendwo ein Bild der Erde? Genau. Geil! Geschafft! We did it! Und weiter geht's! Und oh dann yeah, wieder wandern gehen. Ja, wandern, genau. Richtig superb. Ja, ihr habt mitgezählt, da waren 5000 Tesastreifen. Kleben jetzt alle am Tisch. Und jetzt wieder die FPS-Einbrüche. Norgard Walking Stock funktioniert nicht mehr. Sondern walkingstock.exe. .exe funktioniert nicht mehr. Guck mal, wo wir sind. Oh yeah! Und wie viele Schritte? Voll wenig, Mann, der zählt gar nicht. Na, warte jetzt. Da ist 1. 5. Gibt kein Nummer 6. Haben wir alles, ne? Ja. Ist nicht schlecht. Wir sind durch. Ich will nicht durch sein. Ja, ich will noch ein paar Rätsel machen. Level 1. Ja, aber jetzt haben wir, weiß ich nicht, 10 Stunden gebraucht oder 9 oder so. Und jetzt machen wir das alles nochmal in einer. Boah, ich überleg, weil ich glaube, das geht gar nicht in einer. Ja, weiß ich nicht. Kann man ja mal versuchen. Ja, wir müssen jetzt Challenge Mode zocken. Jo, ja, müssen wir aber raus aus dem Obst. Wo gehe ich denn jetzt hin? Ah, ich habe Etage 3 gefunden. Aber ich bin gestorben, Sepp. Es ist nicht mal ein Test. Ja, Wo bist du? Ach, da oben. Ach, da unten meine ich nicht, da oben. Ich bin hier oben. Ich denk mir gerade, hä? Wo ist er denn? Ja gut, dann machen wir hier an der Stelle erstmal Feierabend. Das war mit dem normalen Koop-Modus. Und ja, wie gesagt, ihr könnt Themen in die Kommentare schreiben. Dann sammeln wir ein bisschen und gucken, was wir so abquatschen können. Dann könnt ihr natürlich in den folgenden Parts auch noch Ideen zu Themen in den Kommentaren vorschlagen. Und ja, sag ich mal, bis zum nächsten Mal. Jo, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oh, ich hab daneben gehauen.